Also ich habe es alles so primitiv da, dass jeder ein bisschen Ahnung kriegt. So kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Die meisten wissen gar nicht, warum. Mhm. Und die sagen, ja, du Spinner, oder ich gebe Bücher gleich her. Na, so unmöglich, verstehe ich nicht. Denn bei den Leuten, die eingangs sind, desto mehr, dass die Leute dieses jetzige Wissen aufgenommen haben. Ich mache immer Spaß, mein Nürnberger Trichter wird das den Schülern, den Kindern, allen eingetrichtert. Größte Irrtum. Mhm. Und zwar gab es eben Millionen Jahre schon Polsprünge. Und die Sterne, die Fixsterne, alles dreht sich. Genau. Und da habe ich eben ein Buch mit diesen Drehzahlen. Und diese Drehzahlen, alles, was da beobachtet wird, Jahrhunderte, Jahrtausende, ist immer nur eine Sekundenaufnahme. Genau. Alles ist unterwegs. Das ändert sich, genau. Und wir sehen jetzt, weit weg haben sie da jetzt einen Stern entdeckt, ganz weit weg. Der ist so weit weg. Und das, dieses, was da gesehen haben, kann passieren, dass 10 Jahre schon passiert ist, mhm, und jetzt kommen sie erst an. Und jetzt kommt das Licht zu uns, jawohl. Jetzt, wenn sie so Fernsehübertragungen haben nach Amerika oder irgendwo hin, dann hast du einige Sekunden Abstand, bis da der Ruf hin und her geht. Genau. Oder die Bilder. Ja, richtig. Und da können die meisten Leute überhaupt nicht umdenken. Nee. Sie sind alle fernsehgescheit, richtig, schon literaturgescheit, und das ist alles. Und mit dieser Menschheit können sie machen, was sie wollen. Genau. Und diese Diktatur ist, wir haben ja Diktatur in Deutschland genauso. Weltweit, komm. Weil jetzt haben sie die Computer. Mhm. Überall. Und die Computer, alle spielen sich da herum. Mhm. Auch Studenten, die Langzeitstudenten, die freut die auch, oder studieren gar, dann kriegen sie einen Laptop geschenkt. Und dann tun sie sich hineinüben, mhm, und landen tun sie beim Krimi. Und wenn sie bei Kriminalität landen, weil das ist täglich den Kindern vorgeführt, die ganze Krimi-Geschichte. Ich habe vor 60 Jahren Kino vorgeführt, mhm, schwarz-weiß. Mhm. Und da gab es die Grimms-Märchen. Mhm. Und die Grimms-Märchen sind echte Krimis. Die sind und jetzt machen wir nur die Verschönerungen. Ich habe genau, so ungeheuer eine Krimi-Filme da. Das ging damals schon mit Grimms-Märchen los, genau, ja, ja, richtig. Und, ja, immer, weltweit. Aber ganz so sehr würde ich jetzt diese moderne Technik nicht unbedingt verteufeln, weil hätten wir die Computer nicht, hätten wir uns niemals vernetzen können und ich hätte dich nie kennengelernt. Ja, ja. Weißt du, man kann es immer von zwei Seiten sehen. Ne? Ich komme aber in eine Großfirma, die Firma hat sehr viel Geld, mhm, brauche nicht sparen, ich darf privat zum Chef, mhm, und da sehe ich, was gespielt wird. Ich habe eine halbe Stunde Sprecherlaubnis gekriegt, und dann hat so die Handschlagtreue und wir reden uns per Du an. Keine Verträge, mhm, weil Verträge werden gemacht, um gebrochen zu werden. Ja, genau. Darum sage ich immer zu jungen Paaren, die heiraten wollen, nein, wenn der Handschlag nichts gilt, der gilt noch immer, auch bei Gericht. Mhm. Man muss nur darauf bestehen. Natürlich die Anwälte und Richter, das alle studiertes Rechtsverdreher, mhm, Spezialisten. Also wir haben große Schwierigkeiten.